أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، viele suchen nach der Glückseligkeit. Die Glückseligkeit, es gibt zwei Arten von denen. Die erste ist die weltliche Glückseligkeit, die begrenzte Glückseligkeit. Auf kurze Zeit, kurze Dauer ist das. Denn unser Leben ist auch begrenzt. Als wir den Mutterleib unserer Mütter verlassen haben, wurde uns eine Nummer verpasst. Wir haben eine Nummer auf dem Rücken. Diese Zahl oder diese Nummer bedeutet, wie lange du leben darfst. Und ich wiederhole, wie lange du leben darfst, nicht selber entscheiden kannst, sondern Allah hat schon entschieden, wie lange du hier bleiben darfst auf dieser Dunya. Das Schlimmste an dieser Sache ist, dass keiner weiß, wann er hier rausgeholt wird oder rausgerissen wird vom Engel des Todes. Engel des Todes, liebe Geschwister, diese Welt ist für ihn wie ein Tisch. Er kann sich jederzeit bedienen, wenn Allah ihm das Befehl gegeben hat, subhanahu wa ta'ala. Jedes Jahr, wie Allah sagt im Koran, kulla yawmin huwa fi sha'n. Allah subhanahu wa ta'ala erledigt jeden Tag etwas anders und befehlt was anders, subhanahu wa ta'ala. Und es gibt, das ist al-qadr al-yawmi, Qadr von täglichen Qadr reden wir hier, Vorherbestimmungen. Aber es gibt die jährliche Vorherbestimmung, und das ist Laylatul Qadr, die Nacht der Bestimmung, in der Allah entscheidet, wer nächstes Jahr sterben muss. Keiner weiß, ob wir auf die Liste drauf sind oder nicht. Subhanallah. Diese Glückseligkeit in dieser Dunya ist begrenzt, liebe Geschwister. Al-Hasan al-Basri rahimahullah sagte, O Sohn Adam, du bestehst aus einer Zahl. Eine Zahl, die jeden Tag weniger wird. Wenn du 60 Jahre leben dürftest oder darfst, diese Zahl wird jeden Tag weniger, jeden Monat weniger, jedes Jahr immer weniger. Und so verschwindet jeden Tag ein Teil von dir. Subhanallah. Das heißt, auch wenn du als die Glückseligkeit hier gefunden hast, diese Glückseligkeit wird mit dem Tod enden müssen. Aber das Schlimmste, wal'iyadu billah, nehmen wir an, einer, der Allah verleugnet, Allah gar nicht kennt, oder so gesehene Muslime, die gar nicht praktizieren. Nehmen wir an, Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt diesen Menschen, glücklich zu leben. Nehmen wir an, Allah erlaubt ihnen, all die Jahre, die sie hier verbringen, glücklich zu leben. Jede Minute, jede Stunde, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und jedes Jahr. Sie dürfen glücklich leben. Sie müssen nicht trauern. Sie werden nicht krank. Sie sind nicht arm. Sie haben alles im Überfluss. Ja? Nehmen wir das an, sie genießen das Leben, wie sie wollen. Allah erlaubt das. Nehmen wir das nur an. Und dann, wenn die Todesfrist gekommen ist, müssen sie gehen. Sie müssen ins Jenseits zurück. Sie müssen zu Allah zurück, subhanahu wa ta'ala. Und an dem Tag, an dem kleine Kinder graue Haare bekommen. Das muss man sich vorstellen. Dieser Tag, an dem Frauen, Schwangere, ihre Babys liegen lassen und gehen. Vor lauter Angst. Der Tag ist so grausam, man kann diesen Tag wirklich nicht beschreiben. Gewaltig einfach. An diesem Tag, liebe Geschwister, wird der Kafir vor Allah stehen. Allah subhanahu wa ta'ala gibt das Befehl.
tunkt ihn einmal ein in Jahannam, in die Hölle rein und wieder raus. Ein paar Sekunden vielleicht, ein kleiner Moment, kurz in die Hölle rein und wieder raus. La ilaha illallah. Diese Person wird gefragt, oh mein Diener, hast du je Glück in dein Leben gesehen? Hast du je Gutes gesehen? Hast du je Gutes empfunden? Hast du je Freude empfunden? Hattest du je Spaß gehabt? Die Antwort ist, Wallahi ya Rabbi, noch nie. Noch nie Gutes gesehen, ja Rabbi. Er dementiert, dass er je glücklich war. All die 60, 70 Jahre Glück sind verschwunden. Kein Spur ist davon übrig geblieben. Ein kurzer Moment in Jahannam ließ ihn all diese Glücksjahre vergessen lassen. Wie schlimm muss Jahannam wal-iyadu billah sein, dass ein kurzer Moment da drin einen Menschen 70 Jahre, 60 Jahre, 50 Jahre Glück und Genuss vergessen lassen. Sie wurden komplett aus seiner Seele, aus seinem Herzen, aus seinem Kopf komplett ausgelöscht, diese Momente, Glücksmomente. Was ist mit dem, der ewig in Jahannam sein wird? Wie wird es ihm ergehen, liebe Geschwister? Können wir dann das hier als Glückseligkeit bezeichnen? Nein. Denn ein Glück, der mich am Ende in Jahannam bringt, in die Hölle bringt, ist kein Glück, liebe Geschwister. Also deshalb müssen wir uns in Acht nehmen vor Allah subhanahu wa ta'ala und wir müssen nach der wahren Glückseligkeit suchen. Nicht nach der angeblichen Glückseligkeit, die vergänglich und begrenzt ist und niemals auf Dauer sein kann. Wir haben nur angenommen, dass es auf Dauer wäre in dieser Dunya, am Ende trotzdem wird es denjenigen schlecht ergehen, wal iyadu billah. Aber die Glückseligkeit hier wird immer wieder getrübt von verschiedenen Faktoren, subhanallah. Sei es Armut, Krankheit, Schmerzen, Leid, Armut und so weiter und so fort. Verlust, subhanallah. Also wir müssen lernen zu verstehen, die wahre Glückseligkeit ist die, die im Jenseits ist.